unerbittlich, ohne Gnade. Aber du wirst schlimmer sein. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Wir werden uns darum kümmern. Die Ursache für die Dämoneninvasion kann erst bestimmt werden, wenn der Resops-Satellit wieder online ist. Willkommen. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich bin der Chef dieser Einrichtung. Ich glaube, wir können dieses Problem gemeinsam lösen. Und das auf eine Weise, die für uns beide von Nutzen ist. Und damit willkommen bei Doom 2016. Nicht das Doom, wie man es von früher kennt. Nicht das Doom, was man auch vielleicht erwartet hat. Nachdem ich die Multiplayer-Beta gespielt habe, musste ich sagen, okay, es hat mir zwar auf der einen Seite Spaß gemacht, auf der anderen Seite nicht so sehr, war erst sehr euphorisch, was man vielleicht auch in den Let's Plays gesehen hat oder gehört hat, aber ich wollte mir die Story-Modus von Doom einfach geben, und da das Multiplayer outgesourced wurde und der Singleplayer immer noch wirklich scheinbar sehr genial ist, und ich habe es schon ein bisschen angespielt und kann sagen, ja, es ist eine dünne Story, aber es macht irgendwie Fun, es hat diesen alten Doom-Charme, wollte ich jetzt ein Let's Play aufnehmen, und damit herzlich willkommen, es geht los. Ich wollte eben nicht so viel zwischenquatschen, auch wenn ich jetzt schon wieder zu viel quatsche. Wir haben uns den Anzug angezogen, haben einen Monitor zerstört, weil der Typ uns genervt hat. So mache ich das eigentlich auch immer. Deswegen kommen auch nur noch selten Let's Plays, weil ich zerstöre einfach meine ganze Einrichtung immer wieder. Dann wollen wir mal loslegen. Kurze Vorabwarnung. Ich bin kein guter Shooter-Gamer, aber ich hoffe, wir werden dieses doch tolle Game durchspielen und ein bisschen Spaß zusammen haben. Auf jeden Fall versuchen sie hier sehr die Atmosphäre zu bringen.
Stirb, du Hund. Codex-Eintrag freigeschaltet. Glory Kills. Fügst du einem Dämonenschaden zu, wird er benommen. Was durch eine blaue Markierung angezeigt wird. Ach nee. Toll. So schnell ging das nicht, aber ich weiß, man mit F soll man dann die gelb aufleuchtenden nehmen und killen. Und ja, es wurde viel darüber diskutiert, dass diese Glory Kills ein wenig zu viel sind. Was natürlich auch sehr strange ist, dass man hier wirklich rangesnappt wird an den Gegner. Also ich muss gar nicht genau zielen oder direkt vor ihm stehen. Ich kann einfach auch F drücken, so 3-4 Meter, wie man eben gesehen hat, von ihm entfernt. Und schon werde ich rangezogen und mache einen Glory Kill. Alles ganz toll. Weiß ich nicht. Muss ich sehen, wie es im Spiel wird. Jetzt nehmen wir erstmal dieses kleine Etwas hier von unserem Kumpel weg. Und schauen mal, was es ist. Ah, oh. Die Schrotflinte. Ich liebe natürlich eigentlich die doppelläufige. Aber ich denke, wir werden auch mit dieser erstmal klarkommen. Machen wir das Ganze hier mal auf. Und ich erwarte immer, immer, obwohl es ist ja jetzt auch so einigermaßen. Entschuldigung. Komm doch. Okay, dann nicht. Abriegelung? Hallo? Ich erwarte immer, wenn ich so etwas hier aufmache und nur sehe, wie ich mit meinen Armen das ganze Ding hier hochdrücke, dass hier gleich ein riesen Schreckmoment kommt. Naja, es war jetzt nicht so der Schreckmoment, es ist Gegner gekommen. Wenn wir hier runter gucken, sehen wir, ah, guck mal da, und da unten laufen noch welche. Es gibt hier Gegner, aber so wirklich Schreckmoment noch oder nicht. Ja, und? Komm mal her hier. Ups, sorry, waren das alle? Ah. Habt ihr gesehen? Ich habe mich nicht bewegt. Glory Kill, paar Meter entfernt und zack ran. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Ja, ja, das. So, nehmen wir erstmal ein bisschen Health mit. So ein bisschen Panzerung. Ein bisschen Muni. Ja, wo ist denn hier noch einer? Ich höre doch einen. Oder ist das das Ding? Hm. Health Packs. Ne, ich glaube. Ich glaube, das waren erstmal alle. Betonung liegt auf erstmal. Ich nehme mir mal eben ein bisschen Rüssi mit. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Ja, nun hör doch auf zu quatschen. Ich weiß das doch. Wir spielen Doom. Was soll das denn sonst sein? Happy Hour in der Valentine's Bar hier oder was? Also ganz ehrlich, nein. Nein, 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 nein. Hier ist aber auch nichts anderes. Ich weiß schon, was passiert, da ich bis hierhin gespielt habe. Wir werden es jetzt ein bisschen lustig bekommen. Und es geht los. Ah, da. Musst du mir doch nicht immer wieder sagen, dass die Abriegelung abgeschlossen ist. Das werde ich schon merken. Oben war doch auch irgendjemand. Jungen, so seid ihr. In your face. Oh ja.
Lichte Blutnest. Sieht gut aus. Und das ist das Einzige, was mich wirklich noch an Doom 1 bzw. Doom 2 erinnert. Immer wenn... Wenn eine Region abgeschlossen ist, wo also Gegner rumlauerten, dann geht die nächste Ebene erst auf. Das heißt also, man muss wirklich alle killen. Und erst dann geht es weiter. Und ich sage schon mal vorab, ich möchte so viele Secrets wie möglich finden. Deswegen laufe ich auch teilweise Gegenden dreimal ab, einfach um sie nochmal zu überprüfen. Denn ich erhoffe mir davon vielleicht ein paar kleine Gimmicks aus alten Zeiten, beziehungsweise ein paar kleine versteckte Easter Eggs zu Doom 1, Doom 2 oder Doom 3. Doom 3 war ja mehr so dieser Horrorschocker, der man so ein bisschen gruseliger sein sollte mit Resurrection of Evil und allem drum und dran. Ich muss auch sagen, zu damaligen Zeiten war das für mich ein sehr, sehr gruseliges Spiel, weil ich habe mich oft erschrocken. Und da gibt es bestimmt noch so eine andere Anekdote, die ich da erzählen kann. Er darf diesen Ort nicht verlassen. Wer ist er? Er würde alles ruinieren. Wer ist er? Ich? Okay, wahrscheinlich ich, wahrscheinlich wir. Ich hoffe, Benno nimmt mir das nicht übel, also einer meiner Kumpels. Wenn ich ein paar... bereit, die Verantwortung für die Ereignisse der letzten 24 Stunden zu übernehmen. Aber du musst wissen, dass unser Interesse an ihrer Welt ausschließlich aus dem Antrieb kam, der Menschen eine bessere Zukunft bieten zu können. Natürlich ist jetzt alles aus dem Kontrolle geraten, ja. Aber es war das Risiko wert, das versichere ich dir. Bethesda. ID oder IT. Doom. 2016 TM. Ah ne, R. Registered. Und ja, ich gebe es zu, ich liebe diesen Soundtrack. Er macht das Spiel so unheimlich geil. Also... wo wir gerade unterbrochen wurden, ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, ein Kumpel von damaligen Zeiten, mit dem ich über Skype damals parallel Doom gespielt habe. Da gab es so die ein oder andere Anekdote, die ich da vielleicht noch heute rausbringen kann. Ja, war insgesamt sehr witzig. So, Dossier, drücke Tab, um das Dossier aufzurufen, das machen wir doch jetzt mal. Mission, im Reiter Mission werden die Automap verfügbarer Missionsherausforderungen und Erkundungsgegenstände angezeigt, die in der aktuellen Mission gefunden werden können. Mhm. Finde die Ursache. Finde die Ursache. Okay, finde die Ursache. Nicht verfügbar, wir haben also keine Herausforderung. Das hier ist die Map. So, da sind wir. Und ich glaube, da kommen wir her, da unten. Da. Ja, wir haben hier bis auf dieses kleine Eckchen haben wir alles gesehen. Da ist unsere Zelle damals gewesen. Damals, oh, das klingt schon so lange her. Also da sind wir aufgewacht, da ist der Doom-Dings gewesen, der Space-Anzug, hier sind wir langgelaufen, Gegner, bla bla bla. Nest, hast du nicht gesehen, alles klar. Gut, wir sind also hier. Dann gehen wir mal weiter, was gibt's denn hier? Elite-Wachen, Felddrohnen, Ziel, Sammlerstück, genau, da, Sammlerstücke, die will ich haben. Was das andere ist, weiß ich noch nicht. Waffenpunkte, Arsenal, im Reiterarsenal werden verfügbare Waffen und Mods angezeigt. Auf diesem Bildschirm kannst du Waffenpunkte ausgeben, um deine Mods zu verbessern und deinen Spielfortschritt in verfügbaren Waffenmeisterschaften zu verfolgen. Ich denke mal, das war auch so ein Versuch von Bethesda, ID oder id Software, wie man es auch immer nennen mag, das ganze Ding wieder spielbar zu machen, dass jeder dann versucht, da das Bestmögliche rauszuholen. Wir spielen übrigens auf der mittleren Stufe, nicht irgendwie zu schwach oder nicht zu hart, ich muss auch erstmal wieder reinkommen. So, alles noch gesperrt, getötete Gegner 7, okay, also das heißt, wir kriegen angezeigt, wie viele Gegner wir mit der jeweiligen Wumme getötet haben. Mhm. Aufladeeffizienz, verkürzt die notwendige Zeit um einen aufgeladenen Energieschuss, okay. Ah, okay, okay, okay. Das ist ja schon mal alles sehr nett. Wir haben aber noch nicht einen Punkt.
So, Energieeffizienz, bla bla bla. Quatsch, was will ich denn hier? Okay, es gibt hier nur die. Naja, okay, muss ich nicht jetzt verstehen, brauche ich auch noch nicht. So, Prätorenanzugverbesserungen. Prätoren, hieß es schon immer so? Prätorenanzugverbesserungen. Im Reiter Prätorenanzug kannst du deinen Anzug auf verschiedenste Weise verbessern. Investiere deine Prätorenanzugmarken in verfügbaren Verbesserungen und sieh dir die Voraussetzungen für weitere freischaltbare Kategorien an. Supi. So, ich hoffe übrigens, man versteht mich gut, deswegen werde ich auch erstmal jetzt nur ein, zwei Folgen aufnehmen und mir das dann hinterher anhören, um dann hinterher zu sehen, ob das überhaupt also gut ist oder dann noch ein bisschen anzupassen. Ich habe leider kein Mischpult, wo ich es live hören könnte. Durch mein Auna USB-Mikrofon kann ich mich auch nicht selber hören. Ist also immer so ein bisschen testen, bis man es raus hat. So, Umweltwiderstand, Area Scanning Technologie, Ausrüstungssystem, Verstärkereffektivität, Geschicklichkeit. Okay. Was haben wir hier? Datenbank, 1 von 9. Klick. Blutnester, dekodierter Eintrag 001 von 001. Studien des Verhaltens von Dämonen in unserer Dimension haben gezeigt, dass sie nicht nur auf reine Vernichtung aus sind. Ihr Handeln scheint einem Ziel zu dienen. Wenn ein Dämon Beute macht, bringt er das Opfer zu einem provisorischen Zeremonienort, wo mit dem Haufen aus Blut und über... Ich hab gerade an... Na, egal. Mit dem Haufen. Wo mit dem Haufen? Punkt. Aus Blut und Überresten arkane Rituale durchgeführt werden. Wurden genug Leichen gesammelt, wird der Zeremonienort zu einem Blutnest. Diese besitzen durch die Rituale Höllenenergie und dienen als eine Art Nabelschnur zur Hölle. Also allein die Beschreibung ist schon widerlich. Na egal. In der Nähe von Blutnestern ist äußerste Vorsicht geboten. Greift man das Nest oder die Dämonen in der Nähe an, wird eine Art Alarm ausgelöst und das Nest zieht weitere Dämonen aus der Hölle in unsere Dimension, wie wir gesehen haben sollten. Oder? Ich denke schon, ne? So, dann gehen wir weiter. Waffen. Pistole. Jeder UAC-Mitarbeiter erhält standardmäßig eine UAC-EMG-Seitenwaffe, Energie-Materie-Gel. Gel, okay. Sag mal, ist das nicht das Zeichen von Daikatana? Es gab doch bei Daikatana damals, auch von id Software übrigens, hoffe ich mal, ich glaube ja, id Software, gab es doch bei Daikatana auch dieses Logo hier. Na egal. Sobald er Stufe 2 oder höher angehört, bla, Punkt. Lies auch, was da steht. Vorlesen ist nicht so ganz meine Stärke, aber was ist schon meine Stärke? Ich hab Spaß dabei. Diese Seitenwaffe ist zuverlässig und wirkungsvoll auf kurze Entfernung. Ein Gravitationsdynamo im Schaft lädt einen Kondensator, sobald sich der Träger bewegt. Also wir kriegen ja eine volle technische Einweisung in das Gerät. Das ist schon mal nicht schlecht. Also wir lesen das erste Mal als Männer die Bedienungsanleitung von Waffen. Abzudrücken tot. Wird die Waffe abgefeuert, verdichtet der Kondensator bis zu 4 Megawatt an Argentenergie zu einem festen Plasmagel, das auf hohe Geschwindigkeit beschleunigt wird. Das Gelgeschoss hat beim Aufprall eine ähnliche Wirkung wie konventionelle Munition, sodass die Waffe in der Handhabung einer normalen Schusswaffe gleicht. Hier ist ein Scrollbar. Ah, da. Die Waffe besteht aus wärmeableitenden Metalllegierungen, sodass sie in kurzen Abständen entladen werden kann, ohne zu überhitzen oder die Zielgenauigkeit zu beeinträchtigen. Der Kondensator der EMG-Pistole kann außerdem verbessert werden, um die Energie in einem großen Impuls zu bündeln und so eine höhere Mannstoppwirkung zu erreichen. Mannstoppwirkung, auch ein schönes Wort für umbringen. So, die UAC-Schrotflinte verschießt Hochgeschwindigkeitsschrot, um beim Gegner maximalen Schaden zu bewirken. Bestens geeignet für Kämpfer, die eine schnelle Antwort für tödliche Nahkämpfe suchen, verliert die Waffe auf große Entfernung ihre Wirkung. Okay. Ja, wissen wir ja, das streut halt soweit. Sie besteht aus einer hochwertigen Titanlegierung, die für maximale Zuverlässigkeit, Wiederholrate und Stabilität sorgt. Das heißt also nah rangehen und dann... Babum, babum. So, wenn ich jetzt hier draufklicke, kann ich dann Feld drohen. Diese Daten werden freigeschaltet. Das gibt's noch nicht. Okay. Monster. Der Imp. Da ist er ja. Der Imp.
Diese wilden und gewandten Dämonen finden sich überall in der Hölle und werden in allen Dimensionen oft für die erste Angriffsreihen eines konzentrierten Angriffs genutzt. Sie lieben die Schlacht und tun sich an ihrem Opfer gütlich, wenn der Hunger sie überkommt. Okay, da haben wir 5 Glory Kills gemacht und 12 Kills insgesamt. UAC Berichterstattungsdatei 3880AOYT. Dann Protokoll gibt's nicht mehr. Besessener. Da fehlt doch was. Okay. Besessener. Dekodierter Eintrag 001 von 001. Sieht sehr stark nach Wolfenstein aus, oder? Also es gab es ja auch bei Wolfenstein so, aber gut. Ich finde es ganz nice. Also LC ist auch. Besessene werden durch Lazarus-Wellen erschaffen. Ein Phänomen, das erstmals von Dr. Olivia Pierce während ihres Lazarus-Projekts beobachtet wurde. Zwar sterben die meisten Betroffenen, wenn die Agent-Biowellen ausgesetzt werden. Manche nehmen aber Spuren der Agent-Energie auf und zeigen in der Folge posthume Aktivität. Trotz einsetzender Nekrose an den inneren Organen, mit Ausnahme des Gehirns, bleibt das Subjekt aktiv, zeigt auch nach Wochen und Monaten nach dem klinischen Tod eine grundlegende Intelligenz. Die Hirnaktivität ist bei Besessenen allerdings auf instinktive... Also will der uns mal lieb haben. Verhaltensweisen beschränkt. Treffen Besessene auf Lebende, zeigen sie ein ausgeprägtes Territorialverhalten. Hallo? Das sind doch keine Hunde. Werden Besessene isoliert, treten sie oft in eine Art Dämmerzustand, der auch längere Zeit anhalten kann. Sie stehen Tage und Wochen lang regungslos herum, bis sich ihnen eine lebende Nahrungsquelle bietet oder sie von einem Feind bedroht werden. Also die Standard-Zombies. So, Doom Marine. Oh, look, it's a Doom Space Marine. Neben dem Doom Marine wurden weitere Relikte im Grab gefunden, einige Beschwörungstafeln und ein alter Kampfanzug, der den Namen Prätorenanzug erhielt. Bei seinem Fund befand sich der Anzug in einem mit Inschriften versehenen Steinsarg. Er wurde aus dem Stein befreit, gereinigt und verschiedenen Belastungstests unterzogen, bei denen festgestellt wurde, dass er nahezu unzerstörbar ist. Naja, aber wenn er unzerstörbar ist, wie können wir dann immer noch Schaden erleiden, wenn er nahezu unzerstörbar ist? Ich meine, nahezu, klar, aber naja. Der Anzug hat offenbar auch mechanische Funktionen. Kleine Rezeptoren an den Händen und der Brustpanzerung ziehen Agentplasma an und verteilen es durch ein feines Leitungssystem im gesamten Anzug. Die Abzeichen auf der Rüstung decken sich mit den Darstellungen eines Mannes, in Klammern oder Humanoiden, der auf mehreren Tafeln und Steinbildern zu sehen ist, die während anderer Expeditionen entdeckt wurden. Der Helixstein ist mit den gleichen Markierungen versehen. Helixstein? Weiß ich nicht. Zwar ist offensichtlich, dass der Anzug auf eine Weise aktiviert werden kann, aber welche das ist, wurde bisher nicht herausgefunden. Scheinbar fehlt eine Komponente, vermutlich sogar der Doom Marine selbst. Ja, also nehmen wir Bezug auf das Übliche. Wir haben diese schon einmal damals herausgefundene Geschichte, die wir jetzt noch einmal erleben. Wir haben nichts dazu gelernt. Denke ich jetzt mal. Drückst du Alt links, werden dir deine aktuellen Ziele und Missionsherausforderungen angezeigt. Okay. Glory Kills, das hatten wir schon. Erleidet den Schaden, bla bla bla. Das haben wir alles F, ne? Weißt du schon. So, dann gehen wir mal weiter.